Das war uns auf Hilfe, keinen Fall gehen lassen wollen. Erhalten ein Fragment der Sonne. Aha. Sammle 3 leuchtende Fragmente, um eine Solarenergie, um Solarenergie um 1 zu erweitern. Gut. Bei Zelda sind das eben die Herzen. Aber, ja, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So. So, ein paar schwarze Wolken sind noch am Start, aber im Großen und Ganzen sieht sie ja schon echt ziemlich nett aus und die Sonne geht, geht gleich unter. Schauen wir mal, ob wir überhaupt durch die Nacht laufen wollen oder... Also, ich muss ja sagen, ich laufe eigentlich lieber durch, tagsüber durch die Gegend hier. Deswegen mach ich gerade noch mal ein bisschen mehr Tag. Gefällt mir etwas besser. Und wir kommen auch hier hin. Gar kein Problem. Wir haben Buddeltipps. Schriftrolle. Buddeltipps, Schriftrolle. Enthält nützliche Informationen. Ja. Können wir kurz gucken, was hier drin steht. Logbuch. Nee, das nicht. Aber können wir auch gerade mal reingucken. Wächtersprossling wiederbeleben. Ja, haben wir gemacht. Hey Ami, bla 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 bla. Alles wunderbar. Moment. Logbuch. Reiseführer. Buddeltipps. Drücke die Dreieckstaste, um Löcher zu buddeln. Ja, das haben wir eigentlich schon mal ausprobiert, ne? Manche leere Plätze leuchten im Dunkeln. Grabe mit Dreieck dort, um Schätze zu finden. Aber das ist noch nicht alles, was das Buddeln betrifft. In üppiger Vegetation gibt es manchmal ein grünes Leuchten. Grabe dort, ein verwelktes Kleeblatt erscheint. Mit dem göttlichen Pinsel kannst du Kleeblätter wiederherstellen. Und das Ganze gibt Glück, das ist gut. Dann wollte ich noch einen Blick in das Bestarium werfen, und zwar den dritten Gegnertypen. Volksmund sagt, dass das ist der gelbe Teufel. Und der Volksmund sagt, dass diese Teufels niemals aufhören, Unheil zu treiben. Vergraben in der Erde lassen sie ihre mächtigen Trommeln erschallen. Der Schall der Trommeln lässt die Erde beben. Spring, um dem Angriff auszuweichen. Die Legenden erzählen, man soll sie aus dem Boden locken und von hinten angreifen. Das hatte ich versucht zu erklären. Obwohl mit Krankheiten durchsetzt, werden sie oft skurril dargestellt. Diese Geschichte sollen sie weniger furchtbar erscheinen lassen. Okay. Gut, so viel dazu. Dann wissen wir da auch mit Bescheid. Ich krabbel dann hier mal ein bisschen rum. Und hier ist das Klebeblatt, von die Rede war. Was wir auch zum Blühen bringt. Und 5 Glück dafür erhalten. Sehr schön. So, ach. Ja, ansonsten gibt es jetzt hier nichts mehr so furchtbar viel zu buddeln. Das heißt, wir springen wieder auf die andere Seite. Und war hier nicht noch irgendein Baum? Ach, die beiden Bäume habe ich, glaube ich, in einem einzigen Pinselstreich dann sozusagen zum Blühen gebracht. Und weil es gerade gut läuft, können wir eigentlich mal abspeichern. Im Haarteil, ja, machen wir das doch. So, dann ist die nächste Aufgabe, den Wächtersprössling im Haarteil zum Blühen zu bringen. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Okay, das ist der. Ne? Bevor du ganz aufgeregt wirst und vergisst, was du tun sollst, habe ich einen wichtigen Tipp für dich. Okay, dann, wenn du jemals vergisst, was als nächstes zu tun ist, drück einfach Starttaste, ja, Fächermenü und guck dir dann das Logbuch an. Yep. Ich weiß. Ja. Das klicke ich jetzt einfach mal weg. Ich glaube, das ist soweit klar. Wir können nochmal kurz mit dem hier reden. Schon komisch, es scheint so, als sei der Fluss auf einmal wieder sauber. Ich habe Süßer nur vor kurzer Zeit hier vorbeiflitzen sehen. Aber wer bestimmt nicht, der den Fluss sauber gemacht hat, oder? Nee, das würde gar keinen Sinn machen. Du sagst es. Ja. Und, nehmen wir den Gegner hier noch mit.
Komm, nehmen wir noch mit. Hab ich gerade Bock drauf. So, die kriegen alle einen Strich ab. Zack und... Zack. So, dann... Der ist auch schon längst... Ne, der ist noch nicht weg. Den spank ich mal von hinten. Den hinten meine ich. Ja. Jo. So, wir müssen aufpassen. Und hier stehen wir schon vor dem... Sprössling. Dann wollen wir mal. Ich krieg immer eine Gänsehaut bei dieser Animation. Wenn man so einen Wächtersprössling wieder zum Blühen gebracht hat. Ah, ich liebe es. Okay, damit haben wir sozusagen ein komplett neues Gebiet erschlossen. Und kriegen auch eine ordentliche Portion Glück dafür. Das ist gut. Und auch eine Truhe ist hier. Gucken, was da drin ist. Wow, diese schreckliche... Verfluchte Zone ist komplett verschwunden. Die Pflanzen und Tiere sind wieder zurück. Und diese angenehme, frische Brise. Nun, das nenne ich mal eine große, göttliche Intervention. Wenn du weiter so den bösen Fluch brichst, dann würde ich wetten, dass dir diese Götter der Natur ihre Kräfte leihen. Hey, das ist, Sakuyas Baum, oder etwa nicht? Vielleicht hat sie das aufgemuntert, weil du einen Wächtersprössling wiederbelebt hast. Nun, wir können ja später mal bei ihr vorbeischauen. Gehen. ich habe hier gerade einen guten Lauf. Wie wäre es, wenn wir zuerst auf dem Shinshu-Feld uns umsehen würden? Du bist 100 Jahre lang weg gewesen, stimmt's? Ein schöner Lauf durch die Gegend hier wird dir gut tun. Okay, von mir aus kann man das gerne machen. Erhalten aus Kämpfen fliehen. Okay. Schriftrolle enthält. Ja, okay. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Wenn wir kurz vorm Abnibbeln sind in so einem Kampf, dann können wir eben. Nein! Können wir eben fliehen. So, okay. Alles neu. Jo, machen wir direkt nochmal einen Fehler. Aufmachen. Erhalten Reiseglücksbringer. Schützt Reise, Göttlichkeitsstufe 1. Ja. Soll ich mal so ein Ding benutzen? Ich habe jetzt zwei davon. Ich weiß nicht so genau, was die machen, ehrlich gesagt. Achso, wir können auch vorher mit dem. Ist das ein Händler? Nun mal sehen. Was mache ich noch mehr? Oh ja, ich hatte Schutz unter diesem Wächtersprössling. Ja, das habe ich zu schnell weggeklickt, tut mir leid. Von einem knurrenden Monster. Nun, das ist ja einfach perfekt. Das ist Schicksal. Ich werde hier ein Geschäft aufmachen. Du weißt, wohin du kommen musst, wenn du einkaufen geschickt wurdest. Stimmt, Sündchen? Oh ja. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Das wird ein Kinderspiel mit deiner Nase. Wenn du irgendwo nette Schüsseln oder Teller aufspürst, dann lass sie nicht da liegen, bring sie zu mir. Würdest du das tun, wenn du irgendwelche Schätze aufsammelst, die ein bisschen Wert haben? Dann jetzt, zahle ich dafür. Schätze? Hast du etwas schon gefunden, Emmy? Wenn ja, dann solltest du es einfach verkaufen. Ich meine, was willst du mit so einem, Zeug wie Schüsseln und Teller? Es ist hart. Es ist hart, das schwer erarbeitete Zeug zu verkaufen. Aber keine Sorge, alle Schätze, die du gesammelt hast, werden im Fächer im Menü erfasst. Was murmelst du da?
Willst du mit mir handeln? Gerne. Können wir mal gucken. Ich glaube, ich müsste jetzt langsam echt mal so ein paar Futtersäcke einkaufen. Und zwar nehmen wir 3000. Komm, haben wir ein paar auf Lager. Grünfutter nehmen wir auch mal 5 mit. Und ein bisschen Fleisch auch mal 5. So, ziemlich teuer, aber dann hätten wir das schon mal. Heiliger Knochen S brauchen wir alles noch nicht. Zeit erhöht, teilweise Verteidigung. Keine Ahnung. Lass uns auch noch Zeit mit. Dann haben wir das schon mal. So, dann frage ich mich, soll ich mal zurück in das Feld, um die ganzen Viecher zu füttern? Bisschen Glück einzuheimsen. Mach ich das? Ja oder nein? Oh, guck mal da. Das ist ja. Was haben wir hier? Ein vierblättriges Kleber. Sehr schön. Ah, noch ein Speicherstand, das ist auch sehr gut. Nutzen. Mach ich sofort. Ah, ich laufe erstmal ein bisschen über das Feld hier. So, und das hier. What do we have here? Ja, hier ist so ein steiniger Boden, den können wir offenbar noch nicht durchgraben. Und Pinseltechniken helfen uns ja auch nicht weiter. Nicht wirklich. Naja, werden wir später drum kümmern. So, hier sind eine ganze Reihe Gegner. Habe ich gerade einen Futtersack gefunden? Und was ist das hier für ein Häuschen? Wow, was ist mit diesem alten Tor los? Mir gefällt das nicht, wie es aussieht. Es ist einfach mit bösen Kräften im Bunde, ich fühle es. Nun, da du ein Gott bist. Und so können wir das nicht ignorieren. Nun, was denkst du, meine pelzige Freundin? Gehen wir dann durch, oder was? Na klar, na klar. Wuhu, nichts wie rein da.